Alles, was man braucht, ist Liebe. Und das hatte Paul McCartney für eine Weile in Hülle und Fülle. Doch was ist die Hintergrundgeschichte des tragischen Endes seiner ersten Ehe? In der hedonistischen Rock'n'Roll-Welt war Paul und Linda McCartneys Beziehung eher etwas Seltenes. Sie waren von 1969 bis 1998 fast 30 Jahre lang verheiratet und hatten drei gemeinsame Kinder, Mary, Stella und James. Dank ihrer Tätigkeit als Fotografin in den 1960er Jahren bekam Linda McCartney, geboren als Linda Eastman, Zugang zu den inneren Kreisen vieler Prominenter. Bereits früh in ihrer Karriere zeigte sie eine bemerkenswerte Hartnäckigkeit, indem sie Zugang zu einer Werbeveranstaltung der Rolling Stone erhielt, bei der sie die einzige anwesende Fotografin war. Im Jahr 1968 wurde sie zur ersten Fotografin, die ein Titelbild für das Magazin fotografierte. Im Jahr 1967, kurz vor der Premierenfeier von Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, begegneten sich Linda und Paul McCartney zum ersten Mal. Nachdem sie ihre Fotomappe dem Beatles-Manager Brian Epstein übergab, lud er sie zur Premierenfeier ein, wo sie Paul erneut treffen konnte. Sie heirateten, nachdem sie nur wenige Jahre lang zusammen waren, was bei den untröstlichen Beatles-Fans, von denen viele vor dem Standesamt in London warteten, für Enttäuschung sorgte. Dies war Pauls erste und Lindas zweite Ehe, doch lustigerweise wäre es beinahe nicht zustande gekommen. Im Buch Paul McCartney, Many Years From Now, sagt er: Wir waren verrückt. In der Nacht vor der Hochzeit hatten wir einen heftigen Streit und es wurde beinahe abgesagt. Glücklicherweise hat letztendlich alles geklappt. Nach der Auflösung der Beatles widmete sich Paul McCartney einem Großteil seiner Solomusik Linda, darunter der Song Maybe I'm Amazed von seinem ersten Soloalbum McCartney aus dem Jahr 1970. Weitere Lieder wie Eat at Home und The Lovely Linda handeln von ihr und dem ruhigen Leben, das sie gemeinsam auf dem britischen Land führten. Das Paar zog seine eng verbundene Familie auf einer Farm auf, während Paul Soloprojekte startete, an denen Linda oft beteiligt war. Insbesondere sang sie in den frühen 1970er Jahren Harmonien und spielte Keyboard in Pauls Band Wings. Während Paul weiterhin die Spitzenpositionen in den Musikcharts einnahm, war Linda stets beschäftigt. Ihre Leidenschaft für den Tierschutz trieb sie dazu an, ein Unternehmen für vegetarische Lebensmittel zu gründen und eine Reihe von vegetarischen Kochbüchern zu veröffentlichen. No, I'm not really worried about that living in the shadow. You know, I love life and I'll just have a good time. Shadow or no shadow. Später, im Jahr 1995, wurde Linda mit Brustkrebs diagnostiziert. In den darauffolgenden Jahren durchlief sie eine Reihe von Chemotherapien, jedoch ohne Erfolg. In einem späteren Interview mit der britischen Zeitung The Sunday Times sagte Paul, dass er sich bewusst entschieden habe, ihr nicht zu sagen, wie weit der Krebs fortgeschritten war, damit sie ihr Leben ohne die Last der Kenntnis weiterführen konnte. Er erklärte: Als Familie muss man gemeinsam entscheiden, ob man jemandem die Wahrheit erzählt. Die Ärzte können hierbei Empfehlungen aussprechen, aber letztendlich ist es die Entscheidung der unmittelbaren Angehörigen. Ich habe mit dem Arzt darüber gesprochen und er sagte: Ich glaube nicht, dass sie es wissen möchte. Sie ist eine so starke, vorausschauende und positive Frau. Es würde ihr nichts nützen. Linda McCartney starb 1998 im Alter von 56 Jahren. Paul trauerte zunächst privat um sie, bevor er sich in einem Interview mit seiner engen Freundin Chrissy Hynde für das Zeitungsmagazin USA Weekend öffnete. Als Hynde erwähnte, dass Paul und Linda niemals eine Nacht getrennt verbracht hätten, erwiderte er: Ganz ehrlich, ich war gerne mit ihr zusammen. Ich glaube, das ist das Schwierigste daran, sie verloren zu haben. Im Jahr nach ihrem Tod sagte McCartney: Ich habe viel geweint, so viel, dass es schon fast peinlich war, aber es schien das einzig Richtige zu tun. Nachfolgend heiratete Paul McCartney die Aktivistin und das Model Heather Mills. Nachdem sie sich 6 Jahre später scheiden ließen, sagte Mills zu Matt Lauer: Er war ein zutiefst verletzter Mann, als ich ihn traf. Im Jahr 2011 heiratete Paul McCartney seine dritte Ehefrau Nancy Chevelle und wurde erneut von seinen Fans vor dem Standesamt begrüßt. Allerdings ist offensichtlich, wenn man bedenkt, wie liebevoll er über seine erste Frau spricht, dass Paul und Linda noch heute verheiratet wären, wenn sie nicht zu früh verstorben wäre.